Hi Jungs. Servus. Heute möchte ich von euch wissen, was eigentlich ein Fußballkindergarten ist. Der Fußballkindergarten ist unser Angebot für die Kleinsten. Das spricht, das geht, wenn schon möglich, ab 3 oder 4 Jahren los. Das ist für die 3- bis 6-Jährigen, 4- bis 6-Jährigen. Dort wird ihnen einfach das Spielen, das Koordinative und die Gewöhnung an den Ball beigebracht. Und wenn ich das ausprobiere mit meinem kleinen Zwerg, muss ich mich direkt anmelden oder kann ich das einfach mal ausprobieren? Nein, du kannst natürlich einfach mal vorbeikommen, Schnuppertraining machen, 1 bis 2 Mal. Dann schauen die Trainer, wie es von dem Kind aus läuft. Das Kind schaut sich natürlich an, ob es überhaupt Spaß daran hat. Und dann kann man nach dem 1, 2 Mal immer noch entscheiden, ob man sich dann anmelden möchte oder nicht. Und muss mein Kind auch unbedingt vorher schon Fußball gespielt haben? Weil die sind ja doch recht klein. Nein, überhaupt nicht. Das ist ja in dem Alter, meistens spielst du auch noch nicht im Verein. Das heißt, es ist quasi der erste Schritt in den Fußball, den wir den Jungs geben wollen. Wir wollen ihn zeigen oder den Mädels, wie es abläuft, wollen ihn aber sofort eben mit dem Technischen, weil das ein Alter ist, wo du sehr, sehr viel lernen kannst, das Kinderalter. Und wir sind dann für jedes Kind da, sprich, ob es jetzt wirklich im Verein spielen möchte oder ob es nur sagt, ich möchte nur einmal die Woche ein bisschen kicken, den Ball am Fuß haben und was lernen, da ist jeder herzlich willkommen. Ist das auch was für Mädels? Natürlich sind Mädels genauso wie Jungs gerne gesehen. Wir machen da keinen Unterschied. Und gerade in dem Alter sind auch die koordinativen Fähigkeiten bzw. die körperlichen Voraussetzungen überhaupt keinen Unterschied zu sehen. Welche Ausrüstung brauche ich denn für mein Kind? Super wäre eine große Trinkflasche, wenn es heiß ist eine Käppi, wenn es nass ist eine Regenjacke, Sportklamotten, Turnschuhe. Es müssen keine Fußballschuhe sein bei 4-Jährigen, die brauchen auch keine Stollen. Es reicht, wenn er einen Turnschuh hat, wenn er sich in den Schuhen wohlfühlt und am Platz sich bewegen kann. Und sag mal Jungs, wie groß sind diese Gruppen? Die Gruppen beim Fußballkindergarten halten wir immer relativ klein. Wir schauen, dass immer 8 Kinder ungefähr in einer Gruppe sind. Sollte die Gruppe größer werden, stellen wir noch einen zweiten Trainer dazu. Einfach, dass wir gewährleisten können, dass jedes Kind in dem Alter die Aufmerksamkeit bekommt, es braucht und sich dann auch entwickeln kann, so wie es gewünscht ist. Also bei 8 Kindern kommen die dementsprechend auch wirklich oft dran oder ran an den Ball sozusagen? Das sowieso. Das haben wir auch durch unseren Aufbau gewährleistet, dass da eigentlich keine Pause ist, um Blödsinn zu machen oder sonstiges, sondern die Kinder werden die ganze Stunde gefordert, sind ununterbrochen in Bewegung und haben jede Menge Spaß. Aber ein bisschen Blödsinn machen sie dann meistens doch, das gehört dazu. Aber das ist sehr nicht so gut. Schlimm. Was mache ich denn, wenn mein Kind so nach ein paar Mal war alles super und dann auf einmal ist so ein bisschen die Lust weg? Dann ist es eigentlich wie bei der Kita-Angewöhnung. Das heißt, am Anfang macht es riesen Spaß, ist das Tollste der Welt. Ich will jeden Tag am besten hin. Und dann irgendwann kommt das kleine Loch. Wenn es Loch ist, sagt ihr Eltern am besten uns Trainern Bescheid, motiviert es nochmal, lockt es nochmal ein bisschen und wir versuchen dann nochmal das Kind ganz viel zu loben, ganz viel Aufmerksamkeit zu schenken und dann kommt der Spaß von alleine wieder zurück. Und wenn es wirklich dann so ist, dass es nach dem 6. Mal immer noch keinen Spaß macht, dann mit uns nochmal sprechen. Wir haben eine Kündigungsfrist, aber bei der kann man dann vielleicht auch nochmal ein bisschen was ändern lassen. Mein Kind möchte mit seinen Kindergartenfreunden zu euch in den Fußballkindergarten gehen. Die sind aber schon 1, 2 Jahre älter. Geht das? Das sollte eigentlich kein Problem sein. Wir achten immer darauf, dass die Kinder mit ihren Freunden zusammen im Fußballkindergarten sind. Außer die Kinder sind jetzt wirklich schon so alt, dass sie bereit fürs Fördertraining sind. Aber dann schauen wir auch so, dass wir die Kinder in die Gruppe stecken, dass sie dann mit ihren Freunden zusammen sein können. Mein Kind will unbedingt Fußball spielen, ist aber total schüchtern, was ja gerade bei so Kleinen nicht so unüblich ist. Wie kann man die denn wirklich mit motivieren, dass sie dies überwinden quasi? Spaß am Fußball, Spaß am Sport. Klar machen, dass es nicht ums Gewinnen geht, dass es jetzt hier nicht darum geht, der Beste zu sein, sondern einfach nur was zu lernen und dann kommt der Spaß von allein. Und einfach dafür sind wir auch da, dass wir den Jungs dann auch Selbstvertrauen beibringen und Aktionen, die sie gut machen, dass wir die feiern dann auch und dass sie merken, dass sie wahrgenommen werden, dass sie merken, dass sie Sachen gut machen und umsetzen und dann kommt es über die Zeit von ganz alleine. Also ihr sprecht sie dann auch konkret an, wenn sie sich nicht trauen, weil sie noch niemand kennen vielleicht, geht ihr auf die Kinder zu? Wir haben da ein ganz gutes Gefühl mittlerweile, da, dass wir das ja täglich machen, können wir die Kinder schon ganz gut einschätzen und ich glaube, dass alle unsere Trainer da soweit ein Gefühl dafür haben, dass wenn sie merken, okay, das ist ein schüchternes Kind, das sich am Anfang nicht so traut, dass wir das symbolisch zumindest an die Hand nehmen, denen die Übung erklären, die ein bisschen aufpäppeln und dann kriegen wir es relativ schnell immer hin. Und wie geht es dann weiter nach dem Fußballkindergarten? Was wäre da das nächste Programm? Der nächste Schritt wäre dann eben das Fördertraining.
Sprich, wenn du jetzt mit 3 Jahren zu uns gekommen bist, hast 3 Jahre jetzt volles Programm durchgezogen, dann solltest du mit 6, wenn du nicht nur Sparen gemacht hast, soweit sein, dass du dann auch ins Fördertraining übergehst. Da wird es dann noch ein bisschen intensiver, noch ein bisschen knackiger die Stunde. Und da wird dann eben weiter an der Entwicklung gearbeitet. Und genau. Und sag mal, Jungs, was ja viele Eltern interessiert, kann man in so einem kleinen Alter schon feststellen, ob ein Kind Talent hat für Fußball? Das kann man in dem Alter, glaube ich, noch nicht. Also, die Kinder haben noch so einen weiten Entwicklungsschritt vor sich, die sind noch so viele Jahre in ihrer Jugend, sind noch nicht mal in die Pubertät gekommen. In dem Alter finde ich nicht, dass man aussagen kann, kann der Fußballprofi werden oder nicht. Das ist ja auch gar nicht gewünscht in dem Alter, sollen sie einfach Spaß haben, sollen gerne mit Bällen rumspielen, sollen gerne bewegen, sich mit anderen Kindern austoben. Das steht im Vordergrund und nicht der Weg zum Profi direkt im Fußball. Super, hört sich nach einem tollen Programm an. Ist es. Herzlich willkommen. Klasse, vielen Dank. Gerne.